Ich war dann dort in den Jugendwerken von Burg trotzdem weiterhin unangepasst, wie man so schön sagt. Ich habe verweigert, halt so FJ-Hemd zu tragen. Ich habe bei den ja, ständig stattfindenden politischen Gruppenstunden weiterhin meine Meinung gesagt und habe da wahrscheinlich auch eine Menge Sachen, eine Menge Dinge durcheinander gebracht. Also, ja, hallo. Ich möchte vielleicht mal damit beginnen, wenn mir vor 35 Jahren jemand gesagt hätte, dass ich heute in aller Öffentlichkeit hier sitze und über Torgau bzw. über den geschlossenen Jugendwerkhof reden würde. Ich glaube, ich hätte den für verrückt erklärt. Ja. Und ich hätte mich gefragt, mit was hätte man mich bedroht, um das preiszugeben? Ja. Ja, zu mir. Also ich bin Jahrgang 69, bin im Vogtland aufgewachsen, wohne auch jetzt wieder im Vogtland. Ich bin aufgewachsen in einer sogenannten systemkritischen Familie. Ja. Gerade das Verhalten meiner Mutter hat echt auch dazu geführt, dass ich halt schon in frühester Kindheit und Jugend mit den ja, mit linientreuen Pädagogen oft zusammengeraten bin. Es war echt schwierig, da manchmal durchzufinden. Ich galt ständig als unangepasst und ja, vielleicht sogar auch renitent. Es lag aber auch daran, weil ich einfach nicht zulassen wollte, dass man mir vorgibt, wer mein Freund, wer mein Feind sein sollte, was ich zu denken hätte, welche Musik ich höre und so weiter und so fort. Ja, also gerade eben Leute, die in meiner Generation der DDR aufgewachsen sind und auch älter, wissen so ziemlich genau, was ich damit sagen will. 1983 gipfelte das dann darin, dass ich gegen meinen Willen und gegen den Willen meiner Mutter ausgeschult wurde. Und stattdessen, dass ich in die Schule weitergehen sollte, sollte ich nun eine Lehre als Schlosser in Jugendwerkhof Burg antreten. Das liegt bei Magdeburg. Ich wurde dort halt ja, verschickt, im wahrsten Sinne des Wortes, mit so einem, ja, mit so einer Art Knastbus bin ich dorthin gebracht worden. Der dortige Heimleiter begrüßte mich mit den Worten: Jugendliche Müller, ich teile Ihnen mit, dass Sie hiermit ausgeschult sind und ab morgen eine Teilfacharbeiterlehre als Schlosser beginnen. Das war meine ganze Berufsberatung. Ja, ziemlich heftig. Und wenn ich das dann so höre, mit wie viele, mit denen ich mich heute so unterhalte, gerade eben junge Leute, die nicht wissen, was sie werden sollen und vorhin gerade die Cindy Herold gesagt hat, was Koch? Koch macht man doch nur, wenn ihr nichts mehr einfällt oder sowas, keine Ahnung. Aber eben so diese Selbstverwirklichung, ja, seinen Weg gehen zu können, das war für mich, waren für mich alles Träume. Das war für mich alles gar nicht erreichbar. Ich war dann dort in den Jugendwerken von Burg trotzdem weiterhin unangepasst, wie man so schön sagt. Ich habe verweigert, halt so FJ-Hemd zu tragen. Ich habe bei den ja, ständig stattfindenden politischen Gruppenstunden weiterhin meine Meinung gesagt und habe da wahrscheinlich auch eine Menge Sachen, eine Menge Dinge durcheinander gebracht. Also man hat dann irgendwann mal gesagt, ich wäre der Fuchs im Hühnerstall. Ja, und das hat dann irgendwann mal, kann man sagen, für gewisse Leute war dann halt irgendwo das Maß voll. Und so kam es, dass dann direkt im Ministerium für Volksbildung der ein Beschluss gefasst wurde, dass meine sogenannte Umerziehung im geschlossenen Jugendwerkhof fortgesetzt wird. Ja, ich bin dann praktisch verhaftet worden, man muss es so sagen. Ich kam dann in eine Einzelarrestzelle und den Tag darauf wurde ich dann nach Torgau verbracht. Und ich wusste gar nicht, was auf mich dazukommt. Ich habe noch nie was davon gehört. Man muss vielleicht, also vielleicht mal so viel dazu, was bedeutet eigentlich geschlossener Jugendwerkhof? Torgau. Diese Einrichtung, die hatte, war
einzigartig in der DDR. Ja, es gab nichts, die gab es nicht ein zweites Mal. Diese Einrichtung war direkt dafür eröffnet worden und entwickelt worden, also so steht es in der Diplomarbeit des langjährigen Direktors dort, die Umerziehungsbereitschaft des Jugendlichen herzustellen. Mit anderen Worten, es ging nur darum, die Jugendlichen dort zu brechen. Ja? Also völlig fertig zu machen. Also dort herrschte extrem militärischer Drill, ja? Seelische Grausamkeit jeden Tag und eben körperliche Brutalität in jeglicher Form. Ob das in völlig belastender Sport war. Also das heißt, ständig, wenn ich, also selbst wenn ich das jemandem erzähle, sind die Leute so schockiert, dass die meisten sagen, das kann doch gar nicht sein. Wie sollte das jemand schaffen? Ja? Also ich sage das jetzt mal so, einfach mal so hier rein in die Kamera. Also wir mussten am Tag bis zu 500 Liegestütze, 500 Hockstrecksprünge, 500 Kniebeuge und 500 Dockauer Dreier machen. Ja? Das ist ein Dockauer Dreier, das nennt man heute Burpee. Das ist eine Sportübung, in der man bei dem Kommando 1 aus dem Stand in den Liegestütz fällt, ja, bei 2 aus dem Liegestütz in die Hocke springt und bei 3 einen Hockstrecksprung macht. Und wenn man davon mal 100 Stück gemacht hat am Stück, dann weiß man, das war ein Workout. Ja. Und davon, da war noch lange nicht vorbei. Ja, wir mussten nur Zwangsarbeit leisten, haben dort Akkord für die Westzulieferindustrie gearbeitet. Ob das Ruwenda war, ob das ALG war oder auch für IKEA. Ja. Wir sind dort wirklich echt auch abgespeist worden mit Lohn. Das bedeutet, wir haben im Monat circa 70 Mark der DDR verdient für wirklich schwerste Arbeit. Und ich gebe zu bedenken, ich war damals 14 Jahre alt, ja, wo ich das alles miterlebt habe. Bin dann nach knapp 6 Monaten wieder in den eigentlichen Jugendwerkhof entlassen worden. Kam wieder dorthin zurück, setzte dort meine Lehre fort. Aber ich habe ganz schnell einfach begriffen, dass das eigentlich egal ist, was ich mache, dass eine Leistung in diesem Staat überhaupt nicht gezählt hat, sondern es ging immer nur darum, dass man mit den Wölfen heulte. Und was anderes ging es nicht. Ja? Es war völlig egal, ob man gut war in der Arbeit, ob man gut war in irgendwas, keine Ahnung. Wenn man dem System nicht gefolgt ist und die Dinge nicht nachgeplappert hat oder die Lieder nicht mitgesungen hat, dann war man durch. Oder eben, wie ich eben verweigert habe, das FDJ-Hemd anzuziehen. Ja. Und so kam es dann, dass eben das Ministerium wieder beschlossen hat. Es gibt ja irgendwie auch so einen Passus in meiner Akte, da steht eben drin, es besteht bisher keine Aussicht auf Erfolg einer Umerziehung des jugendlichen Müller. Und darum bin ich noch mal ein zweites Mal nach Torgau gekommen. Beim zweiten Mal, als ich das erfuhr, hatte ich ja einen ziemlichen Zusammenbruch gehabt. Also ich habe bitterlich geheult, das muss man wirklich sagen. Und ich kam dann in der Nacht, also kam ich wieder in diese Zelle, wurde dann frühmorgens wieder rausgeholt und wurde wieder dorthin gefahren. Aber ich war dann mit einmal so voller Trotz und voller Wut und habe einfach dann für mich beschlossen, das musst du jetzt schaffen und du zeigst dort keine Schwäche. Ja. Und ich muss einem trotzdem sagen, eben gerade eben dieser Entschluss, der hat mich beinahe zerbrechen lassen, ja, dass ich eben keine Schwäche zeigen wollte. Was mir hier aber zugute kam, ich bin in so einem christlichen Kontext aufgewachsen, ich will das mal so nennen, ja, also meine Familie sind so typische U-Boot-Christen, ja, die immer zu den Feiertagen auftauchten in den Kirchen, also der Pfarrer dazu wird das wissen, was ich damit meine, aber in der Christenlehre hatte ich eins gelernt, ich wusste, wie das Beten geht, ja. Und immer dann, wenn ich in die Einzelarrestzellen gekommen bin, weil ich halt irgendwie wieder, weil ich wieder mal dran war für die, da habe ich immer diese Zeit auch genutzt, zu beten. Und hatte wahrscheinlich dadurch auch die Gelegenheit gehabt, mich zu entlasten. Ja? Und so kann ich eben sagen, im Gegensatz zu vielen, vielen anderen, die mir heute wieder begegnet sind in den letzten Jahren, bin ich wahrscheinlich nicht zerbrochen, sondern ich bin nur ordentlich durchgebogen worden. Ja. Ich habe dann, als ich dann das zweite Mal entlassen worden bin, kam ich in ein sogenanntes Jugendwohnheim nach Plauen und ich habe wirklich fast ein Jahr gebraucht, um meine Persönlichkeit wieder zu finden. Ich war so abgeschalten und so unselbstständig, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Also es sah in etwas so aus, ich bin
von der Arbeit nach Hause gekommen, also in das Jugendwohnheim gekommen, bin in mein Zimmer gegangen, habe mich dort nur in den Zimmer dort beschäftigt und habe eigentlich darauf gewartet, dass irgendjemand reinkommt und sagt, Armbrot, oder du sollst mal dort und dorthin kommen. Ich hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, dass ich einfach in die Stadt gehen konnte, dass ich Freunde haben konnte, dass ich mit sogar eine Freundin hätte haben können. Ja, das habe ich gar nicht begriffen. Das kam dann erst alles so nach und nach wieder, weil mich dann Jungs aus dem Wohnheim mit so auf dem Fußballplatz genommen haben und so. Da habe ich dann erst mal wieder für mich registriert, ich kann ja einfach irgendwo hingehen, ich kann irgendwas machen, was ich gerne möchte. Ja. Als ich dann 1987 18 wurde, habe ich ziemlich schnell mit den Gedanken gespielt, die DDR zu verlassen. Ich war einfach, ich habe, für mich war klar, ich kann hier nichts werden. Ich habe keine Chance. Ja. Also ich war, selbst die beim Musterungsbüro haben mir gesagt, ich wäre es eigentlich nicht wert, den Waffen-NVA zu tragen. Also selbst, also das ist, glaube ich, nicht vielen in der DDR passiert. Ja. Aber das zum Beispiel stand eben auch an. Ja. Und ich bin dann in das Büro gegangen, habe den Ausreiseantrag gestellt und hatte es hinter mich gebracht und hatte eigentlich so mit meinen Gedanken mit der DDR abgeschlossen gehabt und hatte mich dann irgendwann mal damals meinem besten Freund anvertraut, habe den gesagt, ich hatte Ausreise gestellt und man wusste ja auch nicht, wie schnell das geht, wie schnell man fortkam oder so. Ja. Und da sagte er eben zu mir, ganz wichtige Worte, ich verstehe, dass du gehen willst und du hast einen Grund dazu. Du hast so viel erlebt und so viel Übel dir mitgespielt worden. Aber bitte bedenke eins: einen Schweinestall mistet man von innen aus. Ja, genau dieser Satz, mit dem bin ich dann nach Hause gegangen und irgendwie eine Woche oder 14 Tage später irgendwann mal bin ich dann reingegangen ins Büro und habe den Ausreiseantrag zurückgezogen. Das ist jetzt nicht so, dass ich dann angefangen habe, hier den großen Oppositionellen zu geben. Ja, sondern ich habe eigentlich so weitergelebt wie bisher. Also ich habe meine Witze da über die ganze Situation gemacht, also so diesen Galgenhumor immer hochgehalten und habe eigentlich immer versucht, diesem System und deren Vertreter und Verantwortlichen einen Spiegel vorzuhalten. Ja. Und ich denke, es ist mir eigentlich auch immer gut gelungen, was ich auch bis heute auch so mache, muss ich mal so sagen. Ja. Ich habe dann es gab, wie man das so kennt, jeder hatte so früher so seine Clique gehabt. Ich war damals in der Clique, die nannte sich die Ost. Das waren so ein bisschen die coolen Jungs vom Schulhof, kann man so sagen. Ja. Und da ziemlich bekannt im Blauen. Und als dann im Vorfeld des 7. Oktober von 1989 ging ein anonymes Schreiben rum, wo eben darauf aufmerksam gemacht wurde, dass man sich doch bitte am 7. Oktober am Nachmittag in der Stadt treffen sollte. Ja, da war nicht die Rede von der Demonstration, sondern man sollte zusammenkommen und das sollte vielleicht eine Art stiller Protest oder irgendwas werden. Und es sollte angesprochen werden, dass es so in der DDR nicht mehr weitergehen kann. Und so haben wir uns als Jungs und Mädels dort abgesprochen und sind an dem Nachmittag dann auch in die Stadt gegangen. Und es wurden dann immer mehr und mehr und mehr Leute. Bis laut Wikipedia dann fast über, also wohl über 20.000 Menschen, also in einer Stadt wie Plauen, die gerade mal 80.000 Einwohner hatte, damals zu DDR-Zeiten, zusammenkamen und dort dann die größte oder die erste Großdemonstration auf dem Gebiet der ehemaligen DDR stattfand. Also es ist eine Tatsache, die vielen gar nicht bekannt ist, weil Leipzig und Berlin und Dresden sind ja immer so im Fokus bei solchen Themen. Aber die Wahrheit ist, dass in Plauen die erste Großdemo stattfand. Ja. Und ich war mittendrin, stand nur dabei. Ja. Eigentlich ganz witzig. Bin dann auch sogar von der Stasi wohl auch fotografiert worden. Und ich habe dann später dieses Bild dann auch, ist mir in die Hände geraten. Als ich damals 1985 die Toga verließ, war für mich vollkommen klar, diese Stadt sieht mich nie wieder. Ich will hier nie wieder her. Ja? Und das war für mich wirklich so eine No-Go-Area. Ja? Also wenn ich überall hingefahren wäre in der DDR, aber nach Torgau hätte mich nichts mehr gebracht. Ja? Und ich habe auch viele, viele Jahre diese ganzen Erinnerungen einfach nur weggeschlossen, verschütten lassen und ich habe mich geweigert,
an diese Dinge zu denken. Aber sie haben mich trotzdem begleitet, weil, wie man sich denken kann, ich trotzdem traumatisiert war von diesen ganzen Ereignissen dort. Ja. Ich habe dann, bin nach der Wende auch sehr viel gereist, war auch in den USA, war in Nordafrika, war viel in Südrussland gewesen. Ich habe mir viele Sachen angeguckt, die wohl zu DDR-Zeiten niemals möglich gewesen wären. Schon gar nicht für mich, für jemand wie mich. Ja. Ich habe dann auch für mich begreifen dürfen, wie gut es mir hier in Deutschland geht. Ja. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass es gibt so viele Leute, die mir so unsagbar auf die Nerven gehen in diesem Land. Ja, und auch in meiner näheren Umgebung, wo ich mir echt mal wünschen würde, Leute, fahrt mal bitte dahin, geht mal bitte dahin. Ja, also wenn ich das gerade hier, Favelas, Brasilien, ich war in Mexiko, nicht in Acapulco, sondern auch in so kleinen Städten und ganz sehr viel Elend, wo ich einfach sage, ey, Leute, guckt euch das an und dann redet bitte weiter. Ja. Aber egal, das ist heute nicht mein Thema. Ich habe dann 2008 durch eine Freundin ist mir klar geworden, ich muss irgendwo an meine Geschichte, mein Erlebtes aufarbeiten und mich auch Torgau stellen. Und es ist, wie es ist. Also wenn es die Wende nicht gegeben hätte, wäre ich so oder so, ob ich im Westen gewesen wäre oder im Osten geblieben wäre, nie wieder nach Torgau gegangen. Ja, nur diese Wende und nur die Demokratie, in der wir leben, der war es erst möglich, dadurch, dass dieses elende Haus aufgelöst wurde und wirklich im Untergrund versank, ja, mit ihrem ganzen sogenannten Fachpersonal dort, ja, war es mir möglich, dorthin zu kommen. Als ich das erste Mal 2008 dorthin gefahren bin, und wer Torgau kennt, weiß ja auch, wo diese Einrichtung war. Und da ist diese große Kreuzung oben, ja, wo man dann rechts abbiegen muss. Und dort auf der Kreuzung habe ich eiskalt mit meinem Kombi gewendet. Das war mir völlig egal und bin wieder nach Hause gefahren, weil ich nicht in der Lage war, noch näher an dieses Gebäude ranzugehen. Ich bin dann, ich glaube, so 10 Tage später wieder hingefahren mit einer Freundin. Die ist dann draußen geblieben, hat eine geraucht. Und ich bin schnell mal da reingeschlüpft. Ja, und bin auch sofort wieder raus. Und habe nur gedacht, so ist langt. Ja. Und sie hat dann aber zu mir gesagt: Merkst du was, du kannst wieder gehen. Kannst ruhig nochmal reingehen. Der Kopf hat dann zwar zu mir gesagt: Ja, klar, kann ich wieder gehen. Aber alles in mir war wie ein Alarm und wollte weg. Und ja, also es war einfach nur schlimm. Es war wirklich körperlicher Schmerz, dort reinzugehen. Ja. Ich habe mich dann so nach und nach, ein Arzt würde vielleicht sagen, mich so hypersensibilisiert und bin dann öfters immer wieder im Torgau gewesen und habe dann so den Gedanken aufgegriffen, ich muss Torgau versuchen, positiv zu belegen. Ich muss versuchen, Torgau auch von der anderen Seite kennenzulernen. Und da ich ohnehin geschichtlich sehr interessiert bin, habe ich eben gerade versucht, eben über diese Schiene Torgau für mich ein anderes Bild zu geben. Ja. Ich habe dann Dinge erfahren, wie beispielsweise eben, dass Katharina von Bora dort gestorben und begraben liegt, dass Hannemann dort sein Unwesen getrieben hat, also einer der ersten Homöopathen. Dass natürlich Russen und Amis sich da begegnet sind, die schmalkaldischen Kriege da irgendwie da eine Rolle damit gespielt haben, dass Torgau vielleicht sogar hätte wirklich Residenzstadt bleiben können, dass das Dornröschen Märchen dort gedreht wurde, zum Beispiel da in dieser Wendeltreppe, was vorhin schon erzählt wurde oder erwähnt wurde. Also diese Dinge und ja, auch die Begehung dieser Stadt, auch die Geschichte des Husarenregiments dort, all diese Dinge, also wo man wirklich sagen kann, wow, das ist alles Torgau, unglaublich. Aber eben Torgau ist eben auch das ehemalige Militärgefängnis zu Wehrmachtszeiten, wo Todesurteile vollstreckt wurden, also die auch, wo diese Urteile auch mit dem Gebäude des ehemaligen Jungberghofs zusammenhängen, wo der damalige russische Geheimdienst auch seine Tribunale abgehalten hat im selben Gebäude. Ja, also dieses Gebäude
hat so viel Schlimmes gesehen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Umso unglaublicher war dann für mich, als ich dann erfuhr, dass in den Haftgebäuden Leute wohnen. Ja. Und dass im Grunde nur das Verwaltungsgebäude als Gedenkstätte dient und dass eben die ehemaligen Dunkelzellen, in denen wir ja auch verbracht wurden, dass die als Kellerräume dienen würden. Ja? Dass da Leute ja Eingewecktes hinstellen und ihre Kartoffeln einlagern. Ich habe mich da gefragt, was denkt denn da jemand, wenn jemand da runterkommt und da diese eingelassene Pritsche sieht und dann vielleicht noch irgendwelche Sprüche in der Wand eingekratzt. Wie kann ich da ja, so empathielos sein und da einfach mein Zeug dort abstellen? Also ist da irgendwie komisch. Jedenfalls ist es dann der Initiativgruppe gelungen, wenigstens diesen Dunkelzellentrakt wieder zurückzubekommen. Und für mich stand die ganze Zeit immer die Frage, was machst du denn jetzt damit? Wo kannst du irgendwas tun? Ja, wie kannst du das voranbringen? Und ich stand so die Frage, dass ich vielleicht so ehemalig, die sich melden, dass ich vielleicht mit denen rede, aber da war für mich klar, das kannst du nicht machen. Weil ich hab bis heute meine eigene Hölle dahingehend im Kopf. Da kann ich nicht noch die Erlebnisse der anderen Leute gebrauchen. Das kann man vielleicht verstehen. Ja. Und irgendwann mal, 2010 war das, hat man mich gefragt, weil ein Zeitzeuge abgesprungen war, ob ich mir das vorstellen könnte, ob ich das mal schnell machen könnte. Ja. So mal eine Viertelstunde oder so, mal was von der Klasse zu erzählen. Und ich bin dann da reingegangen und habe das gemacht und habe einfach gemerkt, okay, das kannst du. Und so bin ich eigentlich ja, zu dieser Berufung gekommen. Ja. Also ich hatte meinen Weg auf einmal gefunden, etwas für die Sache zu tun und Dinge, die im Zusammenhang mit ja, dem Jugendwerkhof Torgau nicht nur, sondern überhaupt insgesamt mit dem Thema Jugendhilfe DDR zusammenhängt. Ja. Einfach mal in die Öffentlichkeit und auch mal ins rechte Licht zu rücken. Ja. Weil bis heute ist ja das Problem, dass viele ehemalige DDR-Bürger der Meinung sind, dass eben gerade Jugendwerkhöfe, das sind alles kleine Verbrecher und die sind Kriminelle gewesen und wie auch immer. Das ist einfach völliger Unsinn. Ja? Auch in der DDR gab es ein Jugendstrafrecht und jeder Jugendliche, der gegen die Gesetze der DDR verstoßen hat und eine Haftstrafe antreten musste, der ist ins Jugendgefängnis gekommen und nicht in den Jugendwerkhof und auch nicht nach Torgau. Das Traurige daran ist eigentlich, dass der geschlossene Jugendwerkhof Torgau eine Jugendhilfeeinrichtung war. Ja? Also allerdings unterstand sie Marco Tonica persönlich und man kam auch nicht einfach so hin. Das konnte auch nicht irgendeine Jugendhilfe veranlassen, sondern das wurde direkt von dem Ministerium veranlasst, also sprich von ihr selber. In einem ihrer letzten Interviews auf uns befragt, hat sie geantwortet, dass wir bezahlte Banditen aus dem Westen gewesen wären und dass wir es verdient hätten, dorthin zu kommen. Ja. Finde ich nicht in Ordnung vom CIA und vom BND, dass ich bis heute nicht bezahlt worden bin. Also jetzt mal gleich an der Stelle, falls sich jemand hier berufen fühlt, meine Kontonummer kann ich später angeben, ist kein Problem. Ja. Ich nehme es gern. Nein, aber wie schon gesagt, ich hätte nie geglaubt, dass ich das einmal so offen aussprechen kann, darüber reden kann, Dinge klarstellen kann. Und wenn man bedenkt, ich musste sogar dafür unterschreiben, bei Strafe, dass ich über die Vorgänge in Torgau berichte. Ja. Und heute sitze ich hier als freier Mensch, als freier Mann und kann darüber reden. Ja. Ja, und die Wende hat es möglich gemacht. Und ich empfinde es, und das muss ich jetzt hier wirklich sagen, als eine Frechheit von Menschen, die behaupten, die bringen die Wende zu Ende. Ja. Und das ist für mich eine Zumutung und eine Anmaßung sondergleichen, weil ich weiß, was es bedeutet hat, in der Autokratie, in der Diktatur zu leben, unter den Verhältnissen zu leiden, wirklich zu leiden, eingesperrt zu sein und mundtot gemacht worden zu sein. Ja. Und das sollten sich all diese Leute mal genau überlegen, von was sie eigentlich hier reden. So viel dazu. Und vielen Dank für Ja, eure Aufmerksamkeit. danke, Herr Müller. Ja. Eine beklemmende Geschichte, aber einfach auch ein mutiger Weg, den Sie dann eingeschlagen haben, um Ihre eigene Geschichte in die eigenen Hände zu nehmen. Ja? Und das ist auch Torgau. Und trotzdem habe ich auch in Ihrer Geschichte eine Verbindung gesehen zu den kulturellen
Errungenschaften. Also Sie haben ja einen Weg gefunden, eine Beziehung zu Torgau zu finden, den Schatten nicht zu entfliehen, sondern sich ihm zu stellen. Ja, Genau. danke. Bitte, gerne.